Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von All Elite Wrestling mit dem guten John Moxley. Gehen wir rein und kriegen auf die Mütze, oder? Gehen wir heute rein, gehen auf die Mütze. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Na, hör mal. Dankeschön, Vaneta, für 13 Biddies. So, geh zu Dynamite. Hm, ja, unsere Energie ist aber noch nicht, aber wir können nichts mehr machen, ne? YouTube Barney sagt auch Hallo. Der gute Barney. Wir gehen zu Dynamite. Und Kreativ sagt auch Hey ho, YouTube. Hey ho. This bout is hey ho. One fall. Jungle Boy sieht auch so kacke aus hier im Spiel. In echt ist es so voll süßer. Ausrufezeichen Wurst. Ja, ich esse ja auch Wurst aus meiner Keksdose, wie die Kiefi sagt. Der Schrimp sagt auch Hallo, YouTube. Oh, verdammt, ich habe schon wieder nicht umgelegt. Ich muss das Mikrofon ein bisschen höher machen. Gib auf, Junge! Jetzt reicht's mir. Hat der schon mal einer den Arsch versohlt? Du Hippie. Mann, Mann, Mann. So. Aber das wird zu schwer, glaube ich, den jetzt schon zu... Ja, das war klar. Und hopp, bitte nicht kontern. Ich will einmal diesen Move jetzt ausführen hier, nicht wie letztes Mal. Sehr gut. Und hopp. Hä? Wo waren das Geräusch hin? Der ist viel zu jung für das Ding. Wer der da steht? Der Jungle Boy? Nur ich. Ich kann gerade nicht alles lesen. Ich stecke gerade meinen kleinen Finger ins Ohr. Was? Junge. Jungle Boy, Acker Milchboy. Der ist aber gar nicht so. Ich glaube, der ist 28. Wenn das Match jetzt schon vorbei ist, ne? Wenn das jetzt vorbei ist, ne? Oh. Okay, ich dachte, es ist vorbei. Das wäre schlecht gewesen. Die schubsen. Oh, oh. Scheiße. Jetzt war ein Move wieder weg. Ups, ich brauche mehr Pfeffis, warum?
Yes, baby! Also das Spiel wurde schon absichtlich so komisch gemacht, stimmt, tatsächlich. Die wollten halt ein bisschen zurück auf die N64-Zeit. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause vom Pferd aus. Mach das. Mit dem Pferd oder vom Pferd? Achso, vom Pferd, okay. Mal mein Kaltgetränk öffnen. Das ist das allererste Spiel von denen, Schrimp. Und die haben früher für die WWE, also für die größte Liga der Welt, Spiele entwickelt. Ja, und die wollten jetzt bei der neuen Liga, wollten sie halt ein Spiel machen. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen aber keinen Abklatsch von dem anderen Spiel, sondern wir machen halt was von der älteren Zeit, ne? So wie es früher halt war. Darum ist ein bisschen, auch die Grafik ist ein bisschen schlecht, ne? Für die heutige Zeit ist die Grafik einfach schlecht. So, vielleicht bis später, ihr Hübschen. Und kreativ bis später. Und pass auf dich auf. Lass dich nicht klauen. Du glaubst, da steht... Und du hast da. Wie ein Klumpen Kohle auch Diamantmaterial ist. Ich sehe auf jeden Fall etwas Potenzial. Ich bin also Kohle? Nichts zu früh freuen. Vielleicht bist du Kohle. Das ist vielleicht das Schönste, was du je zu mir gesagt hast. Wenn du Moxley als Nebenprojekt betreuen willst, Maxwell, dann ist das deine Sache. John Moxley, du willst dem inneren Circle beitreten? Inner Circle beitreten? Was machen wir? Okay, wir lassen die Physik einfach weg, dann wird's geil. Ja, dann wird's geil. Also ein Unterschied. Man kann es nicht vergleichen mit WWE. Mit 2K23, das war ein riesen Unterschied. Es gab leider auch immer noch keinen Patch hierfür. Was machen wir? Treten wir bei oder was? Wir treten bei. Natürlich ist das ein Jahr. Das ist die größte Chance deines Lebens. Na sicher. Treffen mich um 8 Uhr in der Hotellobby. Wir fahren nach Nashville und bringen mir einen doppelten Espresso mit. Was? Ja, sowas ist halt auch mal ganz geil und lustig, ne? Finden dann nur schade, dass man die Dialoge von denen leider nicht hört. Dein Leben wurde gerade für immer verändert. Gern geschehen. Mhm. Sage mal. Außerhalb von Nashville, Tennessee. Du fährst, wie du kämpfst, rücksichtslos. Wenn es mit dem Wrestling nichts wird, kannst du immer noch Rallye fahren. Und trotzdem hast du noch nicht einmal angeboten zu fahren. Wenn wir ankommen, putz dich raus. Du repräsentierst den Inner Circle, selbst wenn du kein Mitglied bist. Weitere Anweisungen erhältst du vor Ort. Sei pünktlich. Ja, Sir. Mr. Friedman, Sir. Jetzt lernst du es. Over and out. Ich hoffe, er rächt sich. Ich hasse, dass er so mit Moxley umgegangen wird. Ich hasse es. Was machen wir? Wir brauchen... Warte. Ja. Wir müssen essen gehen. Er braucht mehr Energie. Ich bin am Verhungern. Bitteschön, ein veganes Barbecue-Sandwich. Kann's kaum erwarten. Für mich macht das Rob den Nashville-Style. Selbst ohne Fleisch bleibt immer noch eine Menge Knoblauch und Paprika. Guten Appetit. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Diese Bilder dazu immer, das passt einfach null rein, diese Bilder. Mit würziger, leicht süßer Barbecue-Soße bestrichen, füllt die Jackfrucht dieses Sandwich. Knackiger Krautsalat kühlt den Gaumen für den nächsten köstlichen Bissen. Das ist so witzig. Was ist das? Food Simulator? Du bist auch hier, Moxie. Der Ort ist nicht von dieser Welt. Doch. Aha, Weltraumwitz. Aber ja, du hast recht.
Ich hatte das vegane Barbecue-Sandwich. Mein Bauch ist so rund wie ein Asteroid. Noch einer. Wie herrlich. Passend. Ich wollte mich nur unterhalten. Sorry, falls ich etwas außerirdisch wirke. Ah, ich verstehe. Dafür bekommst du einen Stubs. Was? Ach, ein Stubs. Ein Stubs, Junge. Ein Stubs, Alter. Was ist ein Stubs? Du bekommst einen Stubs. Ich hab Hunger, ich auch. Ich hab wirklich Hunger. Warte mal. Ausgehen. Machen wir Sandziegen nochmal. Brathering. Ja, unterirdisch. Brathering. Nashville, Tennessee. Man kann die Geschichte und die Liebe zur Musik hier einfach fühlen. Hast du was für Country übrig, Moxley? Shoot a Man in Reno, Just to Watch Him Die von Johnny Cash, der in Nashville gelebt hat. Immer noch eine eiskalte Textzeile, oder? Oh, Wahnsinn. Apropos Mr. Cash, du steckst auch in einem Ring of Fire, was? The Inner Circle. Das ist eine mächtige Truppe, ja? Aber ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Falls du Interesse hast, ich suche jemanden, der bei Dark ein paar Man in Black mit mir erledigt. Aber erst machen wir ein Foto. Ach so. So, ready? Let's go. Let's go. Wir suchen viele Erstengel. Ja, vor allen Dingen, weil man ja den dachte ich auch, was? Stupsen? Lachgummi Food Mix. Was? Frech, ey. Richtig frech. Diese Fotos. Rein da. Wir gehen rein. Und Tag-Team? Oh, keine Disqualifikation. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das mache. Heute Morgen gab es Sesambrötchen mit Frischkäse, Avocado-Creme, Spiegelei und gebratenem Bacon. Dazu etwas Ahornsirup und Soße drauf. Und einen großen Pott Eiskaffee. Zwischendurch gab es die letzten Himbeerschoki-Cookies mit Vanilleeis. Heute Mittag gab es dann vegetarische Bolognese überbacken, dazu Knoblauchbrot mit Aioli. Als Nachtisch gab es meinen selbstgemachten Käsekuchen mit dicken Keksteigboden. Karamellisierten Apfelstücken und Streuseln oben drauf. Dazu ein Eiskaffee. Zwischendurch gab es Blätterteig, Käsestangen und noch ein Stück. Noch ein Stück vom Käsekuchen. Heute Abend gab es Pasta mit Babyspinat, Tomaten, gerösteten Bienenkernen und Frischkäsesoße. Dazu Paprikazwiebeln und Flammkuchen und mit Rucola. Als Nachtisch gibt es. Oh, verdammt! Als Nachtisch gibt es ein großes Glas Wein. Und ein paar Nachos mit selbstgemachten Käsedip. Heute Nacht gibt es wieder Grilled Cheese in üblicher Kombi. Ganz viel Käse und Jalapenos. Moment, sind die Zwiebeln langsam da oder nicht? Sind die Zwiebeln langsam da? Der gute Brody Lee, Mr. Brody, der ist schon tot, der lebt gar nicht mehr. Schön, dass er den, also der hier rechts in der Ecke steht, der mit dem Zopf, mit dem Blut. Ich habe wieder Zwiebeln, aber darf gerade keine essen, Alter, wieso nicht? Wo war das auf N, ne? Geht mal raus. Die haben doch gesagt, Disqualifikation ist aus, ne? Da müsste doch hier eigentlich irgendwo was sein. Ups. Hilfe! Oh.
Hilfe! Gesundheitliche Gründe. Achso, okay. Ich will nicht rein. Ich will so ein Hardcore-Match haben hier. Was machen die denn da hinten eigentlich für Action? Oh Mensch, ey. Wie war nochmal der Tag? Warte mal ganz kurz. Wo war nochmal der Dings? Wir vergessen. Warum ist denn hier alles schon wieder auf Mittel gestellt? Wieso ist denn die... Achso. Achso, hier. Irish Whip Action N. Bewegung hoch, Finisher. Okay, ich glaube auf N dann, ne? War das. Warum musst du so essen, wenn ich fragen darf? Ich glaube auf N. Ja, sehr gut. Nimm ihn doch! Ah, sehr schön, Doppelmove. Er fokussiert keinen anderen an, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich den anderen auch steuern könnte. Okay, jetzt reicht's. Schade. Geht er da rum? Nee. Junge. Der rollt sich immer automatisch raus. Das ist so kacke. Tag Team haben wir, glaube ich, noch nicht einmal gewonnen, ne? Ich wollte gerade sagen, warum will er denn raus? Geh rein. Und kommt zu zweit. Und hepp. Jetzt sehe ich meinen anderen Spieler nicht mehr. Das ist so kack gemacht. Und ob das Rennen, der hält nicht an, wenn du rennst. Der rennt komplett durch.
Keine Ahnung, wo der aufhört zu rennen. Geh rein. Jetzt kann ich nicht mehr in den Ring reingehen, ne? Ich sag's dir immer. Das ist so beschissen. Jetzt rollt er sich wieder raus. Und er auch. Wo wollen sie denn jetzt alle hin? Oh, sehe ich meinen Spieler wieder nicht. Scheiß auf Tag Team Matches, Alter. Wirklich so beknackt gemacht, ey. Ich trinke Bier. Es ist so kacke gemacht, auch mit der Kamera, dass die Kamera, wenn man weggeht, nicht mitgeht. Man weiß ja dann gar nicht, wo man ist. Scheiße, ich hab gekleckert. You might want to use.